Hallo und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video auf Alice Kanal vorbeischaut. Und zwar haben wir uns heute wieder Folgendes überlegt. Wir machen die First Sentence Challenge. Ich werde jetzt 10 Bücher, werde ich jetzt aus diesem wunderschönen Regal mir rausnehmen, werde dann der lieben Elle den ersten Satz daraus vorlesen und sie muss erraten, welches Buch das ist. Sollte der erste Satz nicht reichen, dann lese ich auch noch den zweiten. Reicht das nicht? Dann lese ich auch noch den dritten Satz vor. Und wenn sie es dann nicht weiß, dann ist sie selber schuld. Also, ich würde sagen, ich suche jetzt die 10 Bücher aus. Ne? Die Elle ist draußen vor der Türe, die bekommt von dem Ganzen gerade nichts mit. Und ich pausiere jetzt eben das Video und dann suche ich mir die Bücher aus. Bis gleich. So, ich hole die Elle jetzt rein. Ich werde jetzt die Augen verbinden. Die Bücher liegen bereit, aber so, dass sie die nicht sehen kann. Die hat auch während des Videos die ganze Zeit ihre Augen verbunden. Und ihr könnt natürlich gerne mitraten und vielleicht erratet ihr ja auch das ein oder andere Buch und ich würde sagen, ich hole sie jetzt eben schnell rein. Ihr bleibt so lange hier. Sitzt du? Ja. Ich muss mich auch einmal vorstellen. Sag Bescheid, wenn du sitzt. Gucke ich auch zur Kamera? Ja. So. Bist du bereit? Ja. Darf ich mich einmal eben vorstellen? Stell dich gerne einmal eben vor. Hallo und schön, dass ihr wieder mal im neuen Video vorbeischaut. So stellst du dich gerne vor. Du hast schon ein Intro gemacht, ne? Ja. Ich habe die ganze Zeit vor der Tür gewartet und wir fanden das halt letztes Mal super witzig. Also mir hat das auch super viel Spaß gemacht, diese First Sentence Challenge. Und deswegen dachten wir uns, machen wir jetzt einfach einen zweiten Teil. Ihr könnt wie immer mitraten. Yannick zeigt das Buch nicht direkt in die Kamera, sondern erst nachdem das quasi erraten wurde oder halt nicht erraten wurde. Ach, ich habe halt irgendwie einen Piece im Ohr, ich weiß nicht wieso. Okay, los geht's. Ich bin super gespannt. Sieht lustig aus. Ja? Ja. Okay. Okay, so. Ich wollte gerade den Namen sagen von dem Buch. Das wäre nicht so gut. So, der erste Satz. Ja. So wie du es auffüllst, hört es jetzt an, als wäre das ein Hardcover. Nee, ist ein Taschenbuch, aber... Geht aber jetzt keine Tipps mehr. Okay. 1. Es ist ein seltsam subtiles Gespräch. Fast merke ich gar nicht, dass ich erpresst werde. Du bist dir sicher, dass ich das Buch kenne? Weiß ich nicht. Bei allem war ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und du hast ja auch darauf geachtet, dass du nicht dieselben Bücher vom letzten Mal genommen hast, oder? Habe ich, ich weiß nicht, welche letzte Mal hatte, aber ich glaube, ich hatte andere. Okay. Nimm mal den zweiten Satz, bitte. Okay. Mit dem ersten? Ja. Es ist ein seltsam subtiles Gespräch. Fast merke ich gar nicht, dass ich erpresst werde. Wir sitzen auf Metallklappstühlen hinter der Bühne und Martin Edison sagt, ich habe deine Mail gelesen. Kenne ich nicht, ich kenne kein Martin Edison. Ne? Nein, ich habe dieses Buch nicht gelesen. Love, Simon hast du nie gelesen? Doch, Love, Simon habe ich gelesen. Ja, du kennst ihn. Scheiße. Du kennst ihn, ja. Okay, kenne ich doch. Kennst du doch? Soll ich auch die Bücher einmal in die Kamera halten? Ja, mit dem Cover dann natürlich. Ende? Gerne einmal zeigen. Ne? Könnt ihr hier einmal sehen. Love, Simon. Toll. Wie ärgerlich. So, das nächste Buch. Ja. Wenn du mal Tipps brauchst. Ich kann Tipps geben. Dachte, das ist der erste Satz. Aber ich gebe erst Tipps nach dem dritten Satz. Genau. Aber wie gesagt, dann, wenn du dann nicht erraten hast, bist du selber schuld. Also dann weiß ich auch nicht weiter. So. Komm, wir laufen zum Wasserfall. Das ist der erste Satz. Ja. Komm, wir laufen zum Wasserfall. Zweiter Satz. Das Mädchen gab dem Jungen einen Stups und fing an zu rennen. Was hast du denn für schwere Bücher jetzt ausgesucht? Also, ich weiß, worum es in dem Buch geht. Noch der dritte, bitte. Zu Hause in Deutschland konnte sie kaum 100 Meter am Stück joggen, ohne völlig aus der Puste zu geraten. Kaum ohne aus der Puste. Boah, das ist echt schwer. Weißt du nicht? Soll ich dir mal einen Tipp geben? Ja, beschreib mir das Cover oder so. 20.10.19. Signiert von der FBM. Richtig. Und jetzt musst du überlegen. Das solltest du eigentlich noch wissen. Weil das Buch hast du auf jeden Fall gelesen, das weiß ich. Bist du dir sicher? Ja. Und hatte ich das mitgenommen oder habe ich das vor Ort gekauft? Vorher gekauft. Dann ist es ein ganz halbes Jahr? Nein. Hm. Hast du das schon gelesen? Nee, ne? Ein ganz halbes Jahr. Natürlich habe ich das schon gelesen. Was hast du denn schon gelesen? Ja, das ist schon ewig her, dass ich es gelesen habe.
Das habe ich vor Ort gekauft? Ja. Und ich habe es schon gelesen? Ja. Keine Ahnung. Echt nicht. Nee? Null Plan, nee. Fail. Oh. Oh, war sogar mein Jahreshighlight. Ja, aber sich nicht an die ersten Sätze erinnern. Irgendwie. Also wenn du mich jetzt fragst zu meinen Büchern, die ich mir gekauft habe, den ersten Satz, lest mal einen vor. Ich weiß, nee, du hast 4 Bücher gelesen bisher. Ja, und ich... Achso, er ist apropos jetzt auch unter die Lesenden gegangen. Er hat sogar einen Bookstagram 4 Bücher. Account. 4 Bücher habe ich jetzt schon gelesen innerhalb von 2 Wochen. Er fand das so toll bei der FBM, deswegen hat er jetzt auch einen Bookstagram. Ja, dazu irgendwann mal mehr. Ja, okay, nächstes Buch. Toll, ich bin ja jetzt schon richtig schlecht. Fängt ja schon gut an hier. Ja, 0 Punkte bisher, wa? Ja. Letztes Mal war es schon besser. Ja, das stimmt. Also jetzt einmal durchatmen, ausatmen und gut zuhören. Okay. Ich lese den ersten Satz vor. Den Prolog nicht, ne? Nee. Ich starte mit der Geschichte. Ja. Gleich müsste mein Wecker klingeln. Okay, kann es eigentlich alles sein. Ja, das sagt nicht viel aus, der Satz. Ich liege schon die halbe Nacht wach, zähle die Fugen der Deckenverschalung und gehe in Gedanken meinen Stundenplan durch. Doch, das sagt mir was. Das sagt mir volle Kanne was. Ja. Oh, sag mal den dritten. Den dritten Satz? Ja. Andere Leute zählen Schäfchen, ich plane. Boah. Wisst ihr da hinten schon, da draußen, welches Buch es sein könnte? Oh, nee, kein Plan. Kannst du mir noch irgendwie einen Tipp geben oder so? Ein Tipp? Ja. Ein Tipp, der verrät oder ein Tipp, der Ja, gib mir mal das, dass ich das fühlen kann, das Buch. Nein. Schade. Ja, ich könnte dir jetzt einen krassen Tipp geben, aber dann wüsstest du da wahrscheinlich schon direkt. Ja, gib mir mal einen blöd. Tipp. Ich lese dir mal einen Satz vom Klappentext vor. Okay. Nee, mache ich nicht, dann weißt du auch, worum es geht. Soll ich dir den Verlag sagen? Ja. Heine. Oh, es ist trotzdem schwer. Kannst du mir noch irgendwie was einen Tipp geben? Kinofilm. Mehr sage ich aber jetzt echt nicht. Kinofilm. Kinofilm. Altersfreigabe ab 0. Ach, der Passion. Genau, ja. Okay. Ich weiß nicht. Das habe ich erst sogar vor kurzem gelesen. Ich weiß. Gibt aber trotzdem keinen Punkt. Ja. Warum bin ich so schlecht heute, Leute? Was ist los bei mir? So, nächste Buch. Nächste Buch. Erst ein anderes. Ich bin echt schlecht heute. Erst ein anderes. So. Achtung. Okay. Ich lese jetzt mal eine Geschichte vor. Let's go, 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 go. Ich muss mal irgendwie finden. So. Jetzt schaffe ich das. Ich spüre das. Ich spüre es. Prolog auch? Nee, da haben wir gesagt. Wo ist denn der Anfang an der Geschichte? Ich glaube, der Prolog ist der Anfang der Geschichte. Ja, lese einmal den ersten dazu. Diese Geschichte beginnt, wie alle guten Geschichten, vor langer Zeit. Das ist der Weihnachtsaurus. Richtig. Das ist der Weihnachtsosaurus. Boah. Ja. Ganz tolle Geschichte, Leute. Ganz, ganz tolle Geschichte. Wirklich tolles Buch, muss ich echt sagen. Du hast es nicht gelesen? Ja, aber das Buch sieht schön aus. Ja. Solltest du vielleicht mal lesen. Und kann ich dir wärmstens empfehlen. Und ich weiß, worum es geht. Ja. So, das nächste Buch. Doch, haben wir das nicht letztes Jahr sogar ein bisschen angefangen vorzulesen erst? Ja, ich habe ein paar Sätze. Ja, ne? Ich meine auch. Aber da war ich nur nicht so ein Leser. Jetzt bist du unter den Lesern. Jetzt bin ich ein Leser. So. Den finde ich sehr toll. Heiligabend, 14 Uhr. Ein gebrochenes Herz verändert so manches. Nächster Satz. Zum Beispiel mache ich normalerweise kein finsteres Gesicht, wenn mir eine freundliche Dame beim Einchecken am Flughafen John F. Kennedy Kiss Me in New York. Ja, schöne Feiertage wünscht. Wegen John F. Kennedy wusste ich, dass es in New York ist. Ja, also dein zweiter Punkt. Gut, gut, gut. Kaum zu glauben. Aber du hast am Platz noch mal ein bisschen gewendet. Ja. Wie viele noch? Jetzt kommen noch 5. 5? Haben wir erst 5 Stück gemacht? Ja. Ich hoffe, ihr könnt die Bücher nicht schon sehen, wenn ich die vom Stapel hole. Weil ihr sollt ja mitraten. So. Die Zukunft. Die Geschichte beginnt, wie alle guten Geschichten, vor langer Zeit. Der Weihnachtsosaurus und die Winterhexe. Ja, Mann. Das war schon ein bisschen lustig. Warum fängt der Buch denn genauso an wie der erste Teil? Ich fange irgendwie an zu schwitzen unter dem Ding hier. Ja? Ja. Macht nichts. Besser du als ich. Okay. Okay, dann wusste ich jetzt echt nicht. Wie viele habe ich jetzt schon? Es ist ein dritter Punkt. Cool. Guck mal, hab schon aufgeholt. Hätte ich mir den Satz aber gerade mal eine Sekunde vorher durchgelesen, hättest du den Punkt vielleicht jetzt nicht. Ja. Aber es sei dir gegönnt. So. Wir müssen von rechts wegen Buch führen.
über die Unschuldigen, die wir töten. Boah. Keine Ahnung. Wir müssen von rechts wegen Buch führen über die Schuldigen, die wir töten. Das hast du Unschuldigen gesagt. Ja, habe ich auch jetzt auch gesagt. Über die Unschuldigen. Hast du Schuldigen gesagt. Über die Unschuldigen, die wir töten. Zweiter Satz. Und in meinen Augen sind sie alle unschuldig. Dritter Satz. Müssen wir ein bisschen nachdenken. Ich denke, es ist okay. Eine Dystopie. Dritter Satz, sogar die Schuldigen. Ich denke, es ist eine Dystopie. Ich finde das hinten drauf, ob es eine Dystopie ist. Keine Ahnung. Habe ich das echt schon mal gelesen? Ja. Darf ich es mal fühlen? Nein. Darf ich es mal fühlen? Nein. Darf ich es jetzt mal fühlen? Ist ein Jahreshighlight, glaube ich, sogar von dir. Von diesem Jahr? Weiß ich nicht. Weil ich doch kein Jahreshighlight. Ich bin mir gerade nicht genau. Habe ich es auch gelesen? Ich glaube schon. Sicher? Ja. Vera, wie vielen Wörtern besteht denn der Titel? 6. Keine Ahnung. Soll ich dir mal den Autor nennen? Ja. Neil Schusterman. Zeit? Ja. Boah. Jahreszeit, oder? Ja. Siehst du? Ich guck mir deine Videos an. Gut. Zeit ist der erste Teil, glaube ich. Die Hüter des Todes. Der zweite Teil habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist schlecht jetzt gewesen. Ja. So, nächstes Buch. Kapitel 1. In Disney-Filmen hat die Heldin immer echt große Probleme, bevor sie ihr Happy End bekommt. Große Probleme, bevor sie ihr Happy End... Du quetscht mich ein bisschen weg hier, jetzt. Ja, rutsch doch mal ein Stück nach links. Ich fall die ganze Zeit fast vom Hocker runter. Wie Rapunzel in Neu verföhnt. Dritter Satz. In dem Film wird sie zum Beispiel von einer unheimlichen Frau entführt, die sie in einem Turm festhält. Und glaub mir, es ist voll schwer abzuhauen, wenn man von 20 Metern Pferdeschwanz ausgebremst wird. Boah. Ich weiß, was passiert. Ich kenn's. Gib mir noch einen Tipp irgendwie. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Das Mädchen ist 17 Jahre alt. Ja. Und lernt einen Typen kennen. Boah, das kommt richtig selten in Büchern vor. Das Buch ist passend zum Film. Das Buch ist passend zum Film? Ja. Dann kenne ich das bestimmt gar nicht. Es ist ein Roman. Dann kenne ich das bestimmt gar nicht. Ne? Kennst du nicht das Mädchen, das am Fenster sitzt und immer einen Typen mit dem Skateboard vorbeifahren sieht? Doch, warte! Warte, nicht sagen! Warte, nicht sagen! Warte, ich kann drauf, warte! Warte, 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 warte! Das ist nicht 3 Schritte nur zu dir, ne? Ne. Du neben mir? Ne. Die Sonne. Ah, Midnight Sun! Ja. Midnight Sun. Hast du das Buch gelesen? Ja, das war echt krass. Hilfe. Kein Punkt. So, vorletzte Buch. Du bist echt hart. Aber ich glaube, hier, das andere Buch, weil ich mir ausgesucht habe, das hast du noch nicht gelesen. Toll. Gut, Janik. Ja, Pech. Musst du mal gucken, was das sein kann. So, das Buch hast du auch noch nicht gelesen. Fällt mir jetzt gerade mal so nebenbei ein. Dein Ernst jetzt? Ja. Das ist dein Ernst. Wie soll ich das denn erraten dann? Ja, für Fortgeschrittene ist das okay. Jetzt. Okay. Ne? Erster Satz raten für First Sentence Challenge für Fortgeschrittene. Okay, pass auf, weil du das Buch noch nicht gelesen hast. Ja. Lese ich jetzt etwas vor? Ne, ich lese erstmal nicht vor. Der bislang heißeste Tag des Sommers neigte sich dem Ende zu und eine schläfrige Stille lag über den großen, wuchtigen Häusern des Ligusterwegs. Das ist Harry Potter und der Orden des Phönix? Ja. Boah. Wo wusstest du das jetzt? Ja, weil du gesagt hast, ich habe das noch nicht gelesen, wegen Ligusterweg, dachte ich, wahrscheinlich ist das ein Teil 5, weil ich ja jetzt immer gesagt habe, dass ich Teil 5 noch lesen muss. Boah, bin ich gut! Oh mein Gott, ich bin sowas von gut. Den Punkt müssen wir ihr leider schenken. Ich bin richtiger Pro. Guck mal, ich bin besser im ersten Satz raten in Büchern, die ich noch nicht kenne. Ja, dann ist ja kein Problem, was du noch nicht kennst. Okay. Dann fangen wir jetzt mal an. Harry Potter Teil 6? Nein, nein. Schade. Teil 5. So, aber... Jetzt wollte ich gerade den Titel vorlesen. So. Ja, Prolog. Mach mal den Prolog.
Ja, mach einmal den ersten Satz. Den oder die erste ist Kapitel egal, 1. Janik. Ist egal. Ich mach Prolog 3 Sätze und dann von der Geschichte 3 Sätze, weil ich denke, das muss man nicht reden. Was für ein dummer Hund. Ja. Jahrelang hatte ich meine Eltern bekniet, mir ein Haustier zu kaufen. Aber sie waren der Meinung, ich sei noch zu jung, um die Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Oh, ich möchte auch mal einen Hund haben und du kaufst mir auch keinen. Nee. Ich kümmere mich zwar immer um Benny, den von meiner Oma, aber ich möchte auch einen eigenen Hund. Krieg ich einen Hund? Da haben wir keine Zeit für. Später mal. Dritter Satz? Ich versicherte ihnen, dass ich schon damit klarkommen würde, auch wenn das nicht stimmte. Oh ja, nee, keine Ahnung. Okay, dann ist die ersten 3 Sätze von der Geschichte. Kapitel 1. Grace. Gegenwart. Im leeren, dunklen Flur. Oh, du hast bestimmt hier von Britney C. Sherry den zweiten Teil. Nicht, wenn Donner und dich sich berühren, sondern wenn, keine Ahnung, wie der heißt, dieses blau-grüne. Morgen die Dunkelheit, wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt. Ja. Das lag da schon so schön. Hab genau, ich deswegen, mal drauf. Ja, habe ich mir jetzt gerade ja, aber komm, auch gedacht. Komm, dann, wir machen jetzt fair. Das Buch lassen wir jetzt raus. Ich nehme jetzt hier noch schnell ein Buch raus. Du kannst wie beim letzten Mal. Hatten wir da nicht auch das Problem? Du kannst jetzt zwar erraten, von welcher Ecke es kommt, okay. Ich höre dann. Gut. Ja. Aber, ja, du hast schon mal lesen lassen. Die anderen sehen es jetzt vielleicht zwar schon, aber macht ja nichts. So. Hatten wir das letzte Mal schon das Buch hier? Lies jetzt vor. Ja, da müssen wir auch aufschlagen. Das macht so Spaß. Wähl mich. Keine Ahnung. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht laut auf mich aufmerksam zu machen. Nervös kralle ich die Fingernägel in meinen Stab aus Marula-Eiche, damit ich nicht aufspringe. Nicht auch ein Harry Potter-Teil. Schweißperlen laufen mir über den Nacken. Harry Potter? Nein. Keine Ahnung, das kenne ich nicht. Children of Blood and Bone. Ja, habe ich noch nicht Goldener gesehen. Zorn. Aber es hört sich voll spannend an. Ihr kennt jetzt schon mal die ersten 3 Sätze aus diesem Buch. Hörte sich richtig spannend an. Ja, also falls es ihr lesen möchtet. Okay, ich mache jetzt mal eine Augenbinde ab. Mach eine Augenbinde auf. Oh. Du hast... Hi. Boah, voll dunkel draußen jetzt auf einmal. Ja. Okay. Ja, du hast 1, 2... Ja, boah, ich stehe jetzt gerade irgendwie voll komisch. Fünf? Fünf geschafft? Fünf oder sechs. Das ist gar nicht mal so schlecht. Du räumst die jetzt wieder weg, ne? Ich weiß nicht, wo ich die hergeholt habe. Ich habe Harry Potter geschafft. Ich habe die 2 Weihnachtsaurus-Bücher geschafft. Kiss Me in New York habe ich geschafft. Ja. Und Harry Potter. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Harry Potter hast du geschafft. Ja. Size? Habe ich nicht geschafft. Nee. Midnight Sun aber. Ja, weil es macht voll viel. Egal, also ich habe so 4 oder 5 Bücher geschafft. Ja. Ich hoffe, ich bin stolz auf dich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann.